Bei der ayurvedischen Untersuchung unterhält man sich mit dem qualifizierten Ayurveda-Arzt über seine körperliche und geistige Kondition. Dieses Gespräch bietet die Möglichkeit, Antworten auf alle Ihre Fragen zu Problemen körperlicher Gesundheit und des emotionalen Gleichgewichts zu bekommen. Der Ayurveda-Arzt wird eine Empfehlung zu Ihrer Ernährung und Ihrem Lebensstil aussprechen, die am besten zu Ihnen passt. Er wird Ihnen einen Weg zu einem besseren Leben zeigen. Haben Sie emotionale Probleme, wird er Ihnen Meditation oder Yoga empfehlen. Sind Ihre drei Doshas nicht im Gleichgewicht, wird er Ihnen entsprechende Behandlungen empfehlen, vielleicht eine Ernährungsergänzung verschreiben und Sie beraten, wie Sie am besten Ihren Lebensstil verändern können, um gesund zu bleiben und Ihr Gleichgewicht zu finden. Der Patient wird normalerweise mit Hilfe von drei Techniken untersucht, die im Sanskrit Darshana, Sparsana und Prashna genannt werden. Darshana bedeutet optische Wahrnehmung oder Untersuchung. Diese Diagnose wird mit Hilfe der Beobachtung oder der Körperanalyse gestellt. Sparsana bedeutet Berührung. Diese Diagnose beruht auf dem Hören des Herzschlages und dem Tasten. Prashna bedeutet Fragen. Man erhält einen Fragebogen mit Fragen über Körper und Geist, ihren Lebensstil, Schlaf und ihren emotionalen Zustand. Mit Hilfe dieser Fragen findet der Arzt heraus, ob Sie gemäß der drei Doshas leben und ob Ihre Doshas im Gleichgewicht sind. Im Shakti Ayurveda Zentrum werden die Behandlungen mit Originalprodukten aus Indien angeboten. Unser qualifiziertes Team besteht aus dem Ayurveda-Arzt und 12 ausgebildeten Therapeuten aus Kerala. Es werden unterschiedliche Behandlungen für Gesicht und Körper angeboten, mit deren Hilfe Sie sich von Ihren individuellen Problemen entspannen können. Probieren Sie auch unsere ayurvedische Diät, Pranayama-Yoga oder Meditation in unserem Shakti Ayurveda-Zentrum. Das Shakti Ayurveda-Zentrum Bordeaux ist die größte derartige Wellness-Destination in Europa.